Hauptbahnhof Rostock. Samstagmorgen, kurz nach 8 Uhr. Die Vorbereitung auf ein Fußballspiel. Heute findet die Zweitligapartie FC Hansa Rostock gegen den FC St. Pauli statt. An vorderster Front der 38-jährige André. Er ist seit 18 Jahren bei der Polizei. Fast 1000 Fußballspiele hat André schon begleitet. Das Spiel ist schon besonders, ne? Ist auch für uns ein besonderer Anlass, aber aufgeregt nicht. Also, diese Begegnung habe ich persönlich auch schon öfter begleitet. Also von daher erwartet uns, mich persönlich, nichts Unerwartetes. Das Anlegen der Schutzausrüstung, inzwischen Routine. Vor André liegt eine 13-Stunden-Schicht. Die Einsatzbelastung ist groß. Ich bin seit kurzem Familienvater. Meine Frau kümmert sich derzeit dann, wenn ich im Dienst bin, alleine ums Kind. Unter Zuhilfenahme der weiteren Familie, das passt soweit. Und nachher, wenn der Castor dann auch durch ist, dann kann man die Überstunden abholen. Okay. Aber ist momentan ziemlich stressig wahrscheinlich. Momentan ist stressig, ja. Hast du da auch genervt, dass da so viel auf einmal kommt? Nee, gar nicht. Gar nicht. Auch das ist man gewohnt. Da stellt man sich drauf ein. Das passt. Ich schicke dich schon voraus. André ist Gruppenführer in einer Hundertschaft aus Ratzeburg bei Hamburg. Er trägt die Verantwortung für 9 Beamte, auch für die 27-jährige Sarah. Also ich erwarte jetzt schon höhere Gewalt. Also Gewaltpotenzial ist schon mal da. Und ansonsten lassen wir es auf uns zukommen. Ich hoffe ja, dass es heute ruhig abgeht. Wir sind ja mit hoher Polizeipräsenz da. Okay, muss weiter. Sarah ist seit 7 Jahren bei der Polizei. Fußballspieler hat sie schon begleitet. Aber die Partie FC Hansa Rostock gegen den FC St. Pauli ist ein Risikospiel, bei dem es in den vergangenen Jahren auch immer wieder verletzte Polizisten gab. Es ist halt eher so, dass Verwandtschaft, Eltern zum Beispiel, sich da eher mal Gedanken machen. Ne? Angst von der Mutter, ne? Mensch, so als Mädel, warum machst du denn das? Für mich ist interessant, dass man halt, wenn man seinen Dienst antritt, nie weiß, wie lange geht's heute, wo bin ich heute, was mache ich heute. Ne? Und zum Beispiel vorher mein Bürojob, da habe ich mich nicht wohl gefühlt. Was haben Sie da gemacht? Ganz normal, im Büro halt jeden Tag am Schreibtisch. Und wie gesagt, diesen Schreibtisch jeden Tag sehen, das habe ich dann gerne für diese Einsätze eingetauscht. Verantwortlich für den Einsatz am Rostocker Hauptbahnhof ist Heinrich Henrichs. Seine Aufgabe? Die beiden Fanlager strikt voneinander trennen. Ich meine, das hat man in den letzten Wochen in den Medien auch nachlesen können, was denn passiert, wenn Fanlager aufeinandertreffen, die eben nicht freundschaftlich zueinander stehen, sondern eher feindschaftlich zueinander stehen. Und wenn die sogenannten erlebnisorientierten Fans aufeinandertreffen, dann wissen wir, dass dies meistens mit Gewaltdelikten, Körperverletzungsdelikten und so endet. Hamburg, Bahnhof Altona. Rund 1800 Pauli-Fans sollen mit einem Sonder- und einem Entlastungszug nach Rostock kommen. 350 gelten als gewaltbereit. Noch vor der Abfahrt haben 250 Polizeibeamte Absperrungen errichtet, suchen nach Pyrotechnik und Glasflaschen, mit denen in der Vergangenheit auch Polizisten beworfen wurden. Hauptbahnhof Rostock. Hier macht sich derweil Polizeiführer Michael Ebert ein Bild der Lage. Guten Morgen, Herr Witt, grüße Sie, hallo. Michael Ebert ist seit 20 Jahren im Polizeidienst. Der 41-Jährige leitet heute den Gesamteinsatz. Für insgesamt 2000 Beamte trägt er die Verantwortung. Entscheidungen trifft er gemeinsam mit seinen Abschnittsführern. Dabei ist ihm der persönliche Kontakt zu den Polizisten an vorderster Front wichtig. Herzlich willkommen, Sie hatten ja den längsten Anreiseweg. Hansa gegen St. Pauli, das hat Geschichte, ne? Das hat 20 Jahre Geschichte. Das ist also das Highlight der Saison für beide Szenen. Schauen wir mal. Aber ich setze auf Sie, ja, ja. Geübte und starke Kräfte. Ein Anruf ändert plötzlich die Einsatzlage. Wir haben jetzt alle 4 Hundertschaften hier, ja? 300 Okay. Wir haben anders als ursprünglich geplant jetzt die Situation, dass die 300 Problemfans des FC St. Pauli die bereitgestellten Sonderzüge und Entlastungszüge in Hamburg nicht angenommen haben und auf einen Regionalexpress ausgewichen sind, der deutlich früher eintreffen wird. Diese 300 sind nicht durchsucht. Und da gucken wir uns mal die Klientel an, die hier eintrifft und werden also anlassbezogen dort auch Kontrollen durchführen. Schauen wir mal, wie die Situation sich darstellt. Rostock-Hansa-Viertel. In der Nähe des Rostocker Stadions ist die Lage noch entspannt. Ronald Niemeyer und seine Kollegen bauen Absperrgitter auf. Der hintere Bereich des Stadions darf vor und während des Spiels nicht von Rostock-Anhängern betreten werden. Denn hier ist der Eingang der Pauli-Fans. Ja, das ist, denke ich, eine gewachsene Rivalität zwischen den Vereinen. Warum das so ist, kann ich Ihnen auch nicht beantworten.
kann ich auch persönlich nicht nachvollziehen. Für mich ist Fußball Fußball. Früher bin ich ja gern privat auch zu Fußballspielen gegangen. Leider kommt man da heute nicht mehr zu, weil man ständig dienstlich hier ist. Und früher hatte man auch noch Spaß am Fußball und Fußballspiel. Aber der ist einem mittlerweile vergangen. Weil Fußball verbindet man letztlich nur noch mit A, mit Einsätzen und zweitens leider mit Idioten, die solche Maßnahmen hier erforderlich machen. Ronald ist seit 13 Jahren bei der Polizei. In den letzten Wochen wurde er bei Fußballspielen und einer großen Techno-Party in Schwerin eingesetzt. Unter der Woche im Streifendienst. Vor allem der permanente Wochenenddienst nervt den 31-jährigen Vater zweier Töchter. Letztlich ist es Job. Spaß macht es mir nicht, ganz ehrlich. Ne? Aber dafür werde ich bezahlt. Genauso wie alle anderen hier. Ne? Das ist auch wieder ein freies Wochenende, was man hier ans Bein bindet. Weil normal hätte man frei, könnte die Zeit mit der Familie verbringen. Aber leider müssen die wieder allein zu Hause bleiben und ich mache dann sowas hier. Rostock Hauptbahnhof. Hansa-Fans treffen mit der S-Bahn ein. Die Stimmung ist jetzt schon aufgeheizt. André und Sarah warten währenddessen angespannt auf dem Bahnsteig. Jeden Moment kommen 300 Fans des FC St. Pauli an. Sie wurden noch nicht kontrolliert, könnten Pyrotechnik und Wurfgeschosse dabei haben. Für die 27-jährige Sarah und ihre Kollegen eine Extremsituation. Ja, die Masse, ne? An sich. Also diese Aggression, die die Massen mit sich bringen und halt da das nötige Fingerspitzengefühl anzuwenden halt. Im schlimmsten Fall rechnen wir damit, dass Pyrotechnik gezündet wird, dass vielleicht Flaschen geworfen werden. Wir wissen es nicht. Die Polizisten auf dem Bahnsteig ziehen die ersten verdächtigen Pauli-Fans aus der Menge. Eine Gratwanderung. Was der Sicherheit dienen soll, könnte die Fans provozieren. Der Bahnhofsvorplatz ist inzwischen geräumt. Auch hier sind die Fangesänge der aufgeputschten Pauli-Fans zu hören. Im Durchgangstunnel geraten normale Bahnreisende zwischen die Fronten, darunter auch ältere Menschen und Kinder. Sarah und André sind mitten unter den schwarz gekleideten Fans, müssen mit allem rechnen. Plötzlich kehren die Pauli-Anhänger um. Auf dem Bahnsteig gibt es scheinbar Probleme. Doch die Paulianer versperren der Polizeiverstärkung den Weg. Die Situation eskaliert. Habt ihr ihn? Achtung, da kam eine Granate. Warum kommen die jetzt nicht runter, die St. Pauli? Weil die St. Pauli-Fans sich mit denjenigen, die haben wohl oben auf dem Bahnsteig Gewahrsamnahmen getätigt, die Kollegen solidarisieren und momentan den Abfluss Richtung Stadtgebiet verweigern. Erst als die Beamten die Kontrollen der Pauli-Anhänger beenden, bewegen sich die Fans wieder Richtung Ausgang. Auch rund 1400 Hansa-Fans reisen heute mit der Bahn an. Die Rostocker stehen auf der anderen Seite einer Pufferzone, die die Polizei eingerichtet hat. Nur einen Steinwurf von den ankommenden Pauli-Anhängern entfernt. Die 300 schwarz gekleideten Fans des FC St. Pauli sind lautstark in Rostock angekommen. Unter den aufmerksamen Blicken der Polizeiführer Michael Ebert und Heinrich Henrich. Das ist ein Überfall!
Eigentlich sollen die Pauli-Fans in Shuttlebussen zum Stadion transportiert werden. Ob die Anhänger des Vereins in die Busse einsteigen, ist aber noch völlig unklar. Die Polizei befürchtet einen Fanmarsch quer durch die Stadt. Einsatzleiter Michael Ebert sitzt bereits im Auto und fährt die Strecke ab, die die Polizei für den Marsch vorgesehen hat. Es gab sehr viel Ärger mit den Anwohnern hier dieser Straße. Wir haben im Vorfeld hier Flyer verteilt, wir haben Anwohnerversammlungen gemacht, weil wir diese Straße brauchen, um im Falle eines Fußmarsches mit den St. Paulianern den kürzesten Weg zu wählen. Es gab massive Beschwerden, übelste Beschimpfungen. Aber ich bin begeistert, die Straße ist frei. Am Bahnhof entspannt sich die Lage etwas. Die Fans des FC St. Pauli steigen in die bereitgestellten Shuttlebusse. Die Busse setzen sich in Bewegung. Für den sicheren Transport der Paulianer zum Stadion ist Arne Wurzler verantwortlich. Ich kann Fußballfans gut verstehen, die mit ihrem Verein feiern wollen. Aber ich sag mal, welche Ausmaße das auch insbesondere außerhalb des Stadions annimmt, das ist also aus meiner Sicht manchmal nicht mehr zu vertreten. Um brenzlige Situationen rechtzeitig zu erkennen, beobachtet die Polizei die anreisenden Fans mit Überwachungskameras. Wir verfolgen jede Straftat. Allerdings muss man immer, ich sag mal, und das ist die Prämisse, die wir immer eingehen, welches Risiko geht man in so einem taktischen Einsatz ein, wenn ich mich jetzt also um jede Straftat gleich sofort kümmere? Natürlich verfolgen wir jede Straftat, aber manchmal eben nicht sofort, da wir unseren Einsatzablauf nicht gefährden wollen. Der Konvoi mit 4 Shuttlebussen und 300 St. Pauli-Fans rollt durch Rostock, begleitet von Einsatzleiter Michael Ebert. Die Strecke ist für den normalen Verkehr gesperrt, um die Rostock-Fans von den Pauli-Anhängern fernzuhalten. Die Scheiben der Shuttlebusse wurden von den Paulianern selbst mit Klebeband abgeklebt, damit diese bei Steinattacken nicht zersplittern. Die Pauli-Fans kommen auf der Rückseite des Hansa-Stadions an. Der Eingang für Gästefans liegt aus Sicherheitsgründen 100 Meter entfernt vom Eingang der Rostocker. Bei denen herrscht gute Stimmung. Das Spiel ist ausverkauft. Rund 22.000 Anhänger des FC Hansa werden erwartet. Friedliche Hansa-Fans, entspannte Gesichter bei Ronald Niemeyer und seinen Kollegen. Der 31-Jährige ist heute an Absperrungen vor dem Stadion eingeteilt. Diese sollen verhindern, dass die Heimfans in den Bereich gelangen, in dem gerade eben die Pauli-Busse ankommen. Also ich würde fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wenn wir diese Trennung hier nicht so strikt durchführen würden, dann also Pauli-Fans und Hansa-Fans aufeinandertreffen würden, dass es hier mit Sicherheit zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen würde. Insofern ist dieses Konzept, was hier gefahren wird, aus meiner Sicht richtig und gut. Am Anfang gab es nochmal Auseinandersetzungen im Eingangsbereich für die Gästefans. Dort waren die baulichen Gegebenheiten noch nicht so gut, wie sie jetzt sind, sodass es dort doch zu Steinwürfen und Flaschenwürfen von Hansa-Fans auf Pauli-Fans kam und auch andersrum und wir letztlich dazwischen standen und letztlich das dann alles abbekommen haben. Zurück am Bahnhof. Hier herrscht mittlerweile große Hektik. Nach den 300 ersten Fans kommt jetzt ein Sonderzug mit weiteren 700 Pauli-Anhängern an. André bringt die Beamten seiner Gruppe in Position. Zweite Halbgruppe im hinteren Bereich. Wir bleiben bei der aggressiven Einsatzsituation. Ja. Wenn wir irgendwas haben, solidarisch und dann raus. Ja? Ja? Okay. Zweite Halbgruppe. Ja, in Linie, ne? Der Zug.